Hallihallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Gray Fox, ist Cyber Ninja. Auf meinem Kanal gibt es WWE Games, RPGs, JRPGs, alles, was euer Herz quasi begehrt. Lasst auch gerne ein Like und ein Abo da. Das Ganze geht los nach diesem Intro. Hey, Panam? Du bist also wie? Also, wo ist mein Auto? Was ist los mit dir? Versprich mir zu helfen, dann sag ich's dir. Scheiße, vergiss es! Ich lass mich nicht von dir verarschen! Sag mir, wo mein Auto ist! Hey, komm schon. Bleib ruhig, okay? Du mich auch. Schon gut. Ich weiß, wo die Ware und dein Auto ist. Aber wenn du alleine gehst, kriegst du sie nicht zurück. Und gehst vielleicht dabei drauf. Also, lass uns was aushandeln. Was willst du? Muss mit einem Typen reden. Konzerner. Unterwegs in einem Konzernkonvoi. Nein, Entführungen sind nicht mein Ding. Und um einen Konvoi zu überfallen, brauchst du viel mehr Leute. Es ist nur ein AV. Die geplante Route führt über die Jackson Plains. Fuck. Im Gegenzug gibt's Infos zu deiner Ladung und ich helfe dir, dein Zeug zurückzuholen. Deal? Ich weiß nicht. Ich... Scheiße! Deal. Aber wenn du deinen Scheiß erledigt haben willst, brauchen wir erst meinen Thornton zurück. Also, wo ist er? Dein Auto ist in Rocky Ridge. Du weißt angeblich, wo das ist. Die Ware ist auch dort. Nash, du arschgefickte Missgeburt! Ich dreh dir den Hals um! Rocky Ridge. Auf geht's. Warte mal. Ich muss kurz nachdenken.
fuck. Ja, wir brauchen Verstärkung. Wir müssen einen kleinen Zwischenstopp einlegen. Sagst du mir wo? Eine Sekunde. Ich muss den Kunden anrufen und überreden, den Bastard hängen zu lassen. Sie will den Deal hinter Rogues Rücken durchziehen? Ziemlich mutig. Oder bekloppter als ein altes Schlagzeug. Boss, hey. Nash will dir die Ware in Rocky Ridge übergeben. Weißt du, der Hurensohn hat mich gefickt. Boss, ich erledige das selbst. Gib mir bitte eine Chance. Boss, komm schon. Wie oft bin ich schon für dich gefahren? Und wie oft habe ich dich dabei enttäuscht? Ich schwöre es. Nachts? Okay. Nein, sag das Treffen nicht ab. Geh einfach nicht hin. Ich kümmere mich um alles. Das fragst du noch? Natürlich werde ich das. Danke, Boss. Du wirst es nicht bereuen. Okay, ich habe uns etwas Zeit verschafft. Also, wohin geht's? Aldecaldo-Lager. Muss Leute aus meinem alten Clan treffen. Scheinst nicht gerade begeistert. Nicht dein Problem, wie. Ich hab da noch Freunde. Cool, dann mal los. Spring ein! Nette Karre. Geräumig. Praktisch. Ach, sei einfach still. Bitte. Wie kam's überhaupt zu dieser Scheiße? Mochte die Farbe. Duftbaum und Kindersitz waren ein weiteres Plus. Du weißt genau, dass ich nicht vom Auto rede. Was willst du denn hören? Dass mein Partner mich ausgeraubt hat und ich ihm das nicht durchgehen lassen kann? Dass mein Fixer mir die Arschkarte zugeschoben hat? Was ist denn mit dir? Wofür brauchst du diesen AV-Clown überhaupt? Dieser Clown hat Infos. Die brauche ich. Und zwar bevor mir die Zeit davon rennt. Sie mir nicht gesagt, was sie über Nash weiß. Rogue? Hab keine Ahnung, was in ihrem Kopf vorgeht. Ich kann die Schlampe echt nicht ausstehen. Rogue ist die Königin des Afterlife. Setzt uns Marionetten ein, wie es ihr gefällt. Wie bitte? Marionette? Hab sie genau beobachtet. Sie hat's nach oben geschafft, weil sie die Leute durchschaut. Und wenn sie ein paar Infos für sich behält, hilft das bei ihrem Job. Also für mich ist sie einfach nur eine verlogene Schlampe. Sie hat mir diesen Ruffin zugespielt. Wusstest du das? Rogue hatte sicher ihre Gründe. Was du nicht sagst. Rogue macht den Mund erst auf, wenn sie alle Vor- und Nachteile durchdacht hat und weiß, was sie preisgibt und was nicht. Wen hat der Wind denn hier reingeweht? Ist das ein Gespenst? Oder bin ich immer noch besoffen? Ah, fickt euch doch. Und wer ist das? Babysitterin. Wie? Das sind Scorpion und Mitch, zwei alte Freunde. Hey, Leute. Hey. Was treibt dich denn hier raus, Stadtmädchen? Die große Stadt ist zu klein für sie geworden. Hast du eine Ahnung, wie sauer der Alte sein wird, wenn er dich hier sieht? Bin nur für einen Moment hier. Saul muss davon ja nichts erfahren. Panam, wir haben's eilig. Ich weiß. Die Ruffen haben mich gefickt. Also fick ich zurück. Aber ich brauche eure Hilfe. Kommt mit. Wir machen sie kalt. Wir vier. Du weißt, wir würden alles für dich tun. Aber gerade ist es schlecht. Ernsthaft? Ihr helft mir nicht? Der Alte will, dass wir diese Generatoren wieder zum Laufen bringen, weil die Batterien hochgegangen sind. Generatoren? Ihr helft mir nicht wegen irgendwelcher Scheißgeneratoren? Ist das ein Witz? Könnten eure Hilfe wirklich brauchen. Diesmal geht's nicht. Wir werden hier gebraucht. Scheiße! Ich fass es nicht! Also bleibt ihr hier sitzen, weil Saul euch das gesagt hat? Ich bin euch wohl scheißegal. Panam. Es geht nicht um Saul. Es geht um den Clan. Das weißt du genau. Hör zu. Wir können das Lager nicht verlassen. Keine Chance. Aber
Saul hat nichts von Ausrüstung gesagt. Okay, dann brauche ich dein Gewehr. Und auch noch ein paar meiner eigenen Sachen. Nimm, was du willst. Und pass auf dich auf da draußen. Danke, Jungs. Ich schnapp mir die Ausrüstung, dann seid ihr mich wieder los. Sieht aus, als hättest du nur mich. Mhm. Enttäuscht? Weiß nicht. Vielleicht ein bisschen. Hey, Panam. Bleibst du eine Weile? Nee, bin gleich wieder weg. Wir reden das nächste Mal. Hey, Panam. Hast du Neuzugang mitgebracht? Weiß Zoll davon? Geht dich nichts an. Hilfst du mir mal? Was ist da drin? Ein paar nützliche Kleinigkeiten. Solltest du mitnehmen. Okay, das war alles. Auf geht's. Hast du dich mit Saul versöhnt? Kommst du zurück? Panam, kommst du nachher bei mir vorbei, Süße? Nächstes Mal, Ellie. Versprochen. Also, bin dann weg. Ja, ja. Na los, hau schon ab. Und meld dich mal. Pass auf sie auf, wie. Pack's in den Kofferraum. Wir können los. Spring rein. Scheint, als hättest du ein Autoritätsproblem. Was? Erst Rogue, jetzt Saul. Ist er dein Anführer? Ihr Anführer. Hattest es aber eilig, dich schnellstmöglich zu verpissen. Sagen wir einfach, Saul wäre nicht erfreut, mich zu sehen. Was ist passiert? Wir kamen nach Kalifornien, weil er Veränderungen für die Aldecaldos versprochen hat. Meinte, wir würden ein neues Kapitel beginnen. Aber du hast es ja selbst gesehen. Wir haben Zelte und einen Haufen Sand und Staub bekommen. Geiles Paradies. Ich wollte was anderes, was Besseres. Aber Saul ist ein verdammter Feigling. Er bedeutet das Ende für diesen Clan. Das weiß ich genau. Mitch und Scorpion scheinen gute Kerle zu sein. Bessere Freunde gibt es nicht. Ich meine, an ihrer Stelle würde ich auch im Lager bleiben. Scheiß auf Saul und seine Generatoren. Aber der Clan geht immer vor. Aber ich gehöre ja nicht mehr dazu. Sie haben dich immer noch wie eine von ihnen behandelt. Du bist ihnen wichtig. Mhm. Was ist mit dir? Hast du jemanden? Im Moment nicht, nein. Aber wer weiß, was sich noch entwickeln könnte. Okay. Waren die beiden beim Militär? Scorp und Mitch? Ja, Panzerjung. Hatten Verträge im letzten Krieg. Panzerjung? Haben Sie diese riesigen Transporter geflogen? Scorpion, ja. Mitch war für die Sicherheit zuständig. Mhm. Jetzt haben sie beide ein paar krasse Kampfimplantate und einen Haufen abgefuckter Albträume. Rocky Ridge. Ein leeres, staubiges Loch mitten im Nirgendwo, oder? Die Bewohner sind alle nach Night City oder sonst wohin abgehauen. Mehr muss man über den Ort auch nicht wissen. Die Gegend hat auf einen neuen Schnellstraßenanschluss gewartet. Das sollte wieder Leben in die Stadt bringen. Ist natürlich nicht passiert. Was meinst du, wie viele Geisterstädte gibt es wohl? Hunderte? Im ganzen Land? Tausende. Bin neulich die I-80 runtergefahren. Du musst nur nach Sonnenuntergang rechts ranfahren.
Dann ist es ruhig. Und du hörst es. Was denn? Wie der Wind durch die zugenagelten Fenster heult und die Wüstenbüsche über den trockenen Sand rollen. So sterben Städte. Nicht mit einem Knall, sondern mit einem Seufzer. Einem Wimmern. Okay, wir sind da. Gut, was jetzt? Wir müssen für die Raffen bereit sein und wir haben nicht viel Zeit. Also müssen wir improvisieren. Wir sollten uns umschauen. Vielleicht finden wir was Nützliches. Rocky Ridge ist so tot, wie man nur sein kann. Alles ist kaputt, nichts funktioniert. Und? Hast du was gefunden? Keine Chance. Hier läuft gar nichts. Naja, das wird schon. Die Ruffen kommen nach Sonnenuntergang. Wir bereiten eine Überraschung für sie vor. Wir brauchen nur etwas Strom. Wir sollten uns mal die Trafostation angucken. Okay. Hab die Schalter gefunden, aber da ist kein Strom drauf. Keine Sorge! Komm runter! Ich weiß, wie wir die Mistkerle überraschen. Okay, also die Kreuzung kriegt ihr Licht von der Trafostation, ja?
Wenn wir den Schalter vom Verteiler auf dem Dach umlegen, geht da die Festbeleuchtung an. Verstanden? Planst du ein gutes, altes Ablenkungsmanöver? Ganz genau. Erstens wissen wir nicht, wie viele kommen. Ich denke mal, eine beachtliche Menge. Zweitens müssen wir irgendwie zu meinem Auto kommen. Und das wird nichts, wenn die alle zusammenbleiben. Also führen wir eine kleine Lichtshow an der Kreuzung auf. Ja, mal ein bisschen Leben in diese staubige alte Ruine bringen. Sobald sie die Lichter sehen, müssen sie nachgucken, wer das war und wieso. Perfekt. Okay, zuerst müssen wir an das Terminal unten. Sonst ist der Verteiler auf dem Dach eh für nichts gut. Am besten benutzen wir die Autobatterie zum Starten. Das sollte funktionieren. Warte an der Trafostation auf mich. Das Auto bringe ich mit. Die Steuertafel sieht noch gut in Schuss aus. Ich stelle einen Schaltkreis zur Stromquelle her. Das sollte funktionieren. Wir müssen das Ganze nur zum Laufen bringen. Hol die Starthilfekabel aus dem Kofferraum. Wir nehmen einfach die Autobatterie. Rotes Kabel verbunden. Moment, ich muss hier noch alles anschließen. Okay, und jetzt noch das Schwarze. Das war's wohl. Aber die Klapperkiste hat gute Arbeit geleistet. Okay, Strom ist an. Starte das Terminal drin und dann geh aufs Dach, sobald der Strom im Gebäude an ist. Wird gemacht. Ich geh hoch auf den Turm. Dann haben wir die ganze Kreuzung auf dem Präsentierteller. Leg die Schalter um, wenn ich dir das Signal gebe. Verstanden? Yes, ma'am. Gut, der Verteiler hat Strom. Cool, dann lass uns etwas Spaß an der Kreuzung haben. Gehen wir in Position. Jetzt warten wir. Denk dran, sobald wir sie sehen, schmeißt du den Strom an. Okay, gib mir zur Sicherheit Deckung. Natürlich. In meinem Born. Siehst du ihn? Nicht wirklich schwer zu übersehen. Lass sie uns überraschen. Lass uns das leise regeln. Wenn was passiert, niete ich sie einzeln um. Klingt gut. Aber wie? Wo ist dieser Wichser Boss? Ihr wartet hier auf sie. Mach dich bereit. Jetzt heißt es Showtime. Es werde Licht. Schnapp dir den Autosplitter. Die Fahrerin hat ihn. Such nach dem Mädel mit dem Mund. Bin aufgeflogen. Sonn runter. Auf alle Schüler, die in die Hölle kommen.
Beste, ich finde den Autospender. Such nach dem Mädel mit dem Mohawk. Also ein bunter Haufen. Bin aufgeflogen. Scheiße! Jetzt müssen wir sie alle kalt machen. Rutsch rüber. Ich fahre. Ist ja gut. Ich überlasse das Fahren den Profis. Endlich. Und? Das ist mal ein Auto, oder? Traumwagen. Kein Wunder, dass du ihn zurück wolltest. Meine bessere Hälfte. Siehst du, hat auch ohne Mitch und Scorpion geklappt. Hör zu, wie. Es ist noch nicht vorbei. Ach nein? Du hast doch die Ware und dein Auto. Aber nicht Nash. Er war nicht in Rocky Ridge. Das Arschloch hat sich nicht blicken lassen. Panam,
Hör zu, ich habe einen Plan. Ist mir egal. Wir wollten das Auto und die Ware zurückholen. Das haben wir gemacht. Sixth Street wartet auf eine Nachricht. Hör mir einfach zu, verdammt nochmal! Ich weiß, wo ihr dreckiges Versteck ist. Wir nehmen den alten, unfertigen Freeway. Sie werden nicht mit uns rechnen. Das weiß ich genau. Wie? Nash zu jagen war nicht Teil unserer Abmachung. Ich dachte, er zeigt seine Fresse in Rocky Ridge. Hat er aber nicht. Und vielleicht ist er auch nicht in ihrem Versteck. Ich weiß, dass er da ist. Wie? Die Ruffensau hat mich verarscht. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Kannst du das echt nicht verstehen? Was ist los mit dir? Okay. Wo ist dieses Versteck? Nur ein Steinwurf von hier. Danke, Vee. Was Nash getan hat. Ich hab ihm vertraut. Er war der erste Typ, mit dem ich gearbeitet habe, nachdem ich die Alde Caldus verlassen habe und nach Night City gekommen bin. Ich hab ihm wirklich vertraut. Ich verstehe dich. Ich weiß, wie du dich fühlst. Ich wurde auch mal von jemandem betrogen. Genau so. Hast du dich gerecht? Hatte keine Gelegenheit. Mir kam jemand zuvor. Aber wenn du sie gehabt hättest, hättest du es getan? Keine Frage, ohne mit der Wimper zu zucken. Bring bis zu Ende. Bist du bereit? Holen wir ihn uns. Thank you.
Verbesserung erwollt! Okay.
der anderen Seite.
Rogue. Panam. Wie sagtest du nochmal? Ich soll meine Probleme und meinen Scheiß selbst erledigen? Nash ist tot. Ein Stück Scheiße weniger. Zufrieden? Und die Ware für Sixth Street. Nash kann sie nicht mehr ausliefern. Aber wenn du mich lieb darum bittest, kann ich dir vielleicht helfen. Ich habe mir meinen Anteil vorher auszahlen lassen, Schätzchen. Aber ich bin gerührt. Hab mich gefragt, ob du den Deal während deines Rachefeldzugs nicht vergessen hast. Fuck! Lass uns hier verschwinden. Rogue ist eine verbitterte, kalte Hure. Ich glaube, sie hat das Ziel aus den Augen verloren. Soll das heißen, sie war mal lieb und fürsorglich? Ha, der war gut. Aber sie... Hey, Boss, ich hab deine Fracht. Nee, keine Verarsche. Lass uns treffen, am Sunset Motor. Ich weiß, dass du es ernst meinst. Ich werde da sein. Okay, Treffpunkt ist ausgemacht. Wir übergeben die Ware und dann geht's mit Hellmann weiter, okay? Klingt nach Spaß. Da sind sie. Lass mich reden. Nichts nach Ärger? Nein, glaub nicht, dass was passiert. Hey, Boss. Panam! Wie geht's Nash? Geht nicht ans Telefon. Muss den nicht mehr anrufen. Ist nicht nötig. Ha, du hast Eier, Mädchen. Wer ist das? Ein kleines Geschenk für mich? Ein Partner. Hier. Erstklassige Ware. Mhm. Und? Alles in Ordnung? Check deinen Kontostand. Sollte in ein paar Minuten Fett anwachsen. War mir ein Vergnügen. Aber ich dachte, Rogue bezahlt mich. Das war gute Arbeit. Hast dir Trinkgeld verdient. Gehen wir. Ist gut gelaufen. Komm, lass uns das feiern. Die Ruffen sind tot, Sixth Street ist zufrieden. War doch ein guter Tag für Panam Palmer. Der Tag ist noch nicht vorbei. Noch kannst du mir richtig auf den Pisser gehen.